Ja, hallo, da bin ich auch schon wieder zurück von der kurzen Pinkelpause. Noch Kopfhörer richtig aufsetzen, weil sonst drücken die einfach auf die Piercings. Und dann, wenn ich das zu oft zu blöde aufgesetzt habe, wird einfach das nur entzündet und ich habe keinen Bock auf entzündete Piercings. Ich habe keinen Stauraum mehr. Nur vom Roten. Da hätten wir noch Stauraum. Irgendwas Grünes dümpelt da noch rum. Dort haben wir nochmals einen Schrein. Es würde mich jetzt nicht wundern, wenn das vielleicht Feuer- oder Wasserschrein ist. Das nehme ich. Oh ja. Jetzt gehen wir da einmal ein wenig hinterlistig rundherum. Und dann hätten wir da. Phantasmaschrein. Der gute alte Kater wird dieses Phantasma fangen. Ich hab die Moves voll drauf. Oh ja. Was war das? Ich fühle mich stärker. So soll's auch sein, bitte. Gut, wir haben den kleinen Schrein erledigt. Dann würde ich gerne. Den machen. Den Gork nochmals. Plus da das Portal aktivieren. Dann diesen großen Bereich machen. Hier die kleinen Sachen machen. Dann hätten wir die mal so weit geklärt. Und wir hätten noch 3, 8 Portale. Dann wären es nur noch 7. Portale zum Aktivieren, 10 Schreine zum Aktivieren, 24 Blümchen, also 23. Oh, verzeiht. Nachdem wir den hatten, Gork-Ausbruch, nachdem wären es dann 27. Nein, 17 noch. 17. 17 noch. Ja, also ich würde sagen, läuft soweit. Dann jetzt einmal Richtung Blume. Ja, komm. Das schaffen wir doch mit links hier hoch. Ist jetzt der Kollege. Der müsste irgendwo hier dazwischen sein. Ich sollte dieser Orim-Spur folgen. Ja. Aber wo fängt sie an? Dort fängt sie an. Bei Viechern. Ah.
Da muss man jetzt ja noch zuerst kämpfen, bevor man... Dino, wunderbar. Wo geht die Spur hin? Stimmt nicht. Das ist der falsche Weg. Nochmals von vorn. Jetzt bin ich komplett irgendwo anders hingekommen. Nein, das ist der richtige. Ich glaube, die Richtung stimmt. Ein sollte die Pflanze öffnen. Alter, der war jetzt knapp. Der war jetzt knapp. Eieieiei. Aber so wirklich im letzten Augenblick noch. Dann können wir den Tempel hier noch machen. Wenn wir den schon gerade hier haben. Dort vorne müsste der sein. Und dort vorne ist das Aktivierungsportal, also Aktivierungssteinchen. Findet einfach so einen Fenders mal schreien. Oh, das ist jetzt aber ganz ungewöhnlich. Nein. Ah. Ah, komm jetzt. Oh. Wo? Wer hat's gesehen? Kommt schon. Das war jetzt auch mehr Glück als Verstand, ne? Aber sowas von mehr Glück als Verstand. Okay, dann geht's zu der Basis. Ach hier. Ich muss kurz meine Nase schneuzen. Weil die läuft wieder. Augenblick. So, Schnie, Schnau, Schnupf. Und dann, genau, das müsste der sein. Und wir machen Frontalangriff. Scheiße, da kommen sie. Wenn man es ein wenig taktisch macht, denke ich mir, kann man sogar noch weniger Munition verbrauchen. Und wenn wir da die Explosion noch ein wenig ausbauen, dann dürfte das... Und dort sehe ich noch Gork am Strande.
Das würde da dann auch passen. Falsche Taste. Ich bin halt kein Shooter-Mensch, deshalb sind so diese Tasten auf der Tastatur, die fühlen sich so unnatürlich an zum Drücken, aber sowas von. Gut, jetzt haben wir da den Gorka-Ausbruch, den können wir, dann können wir hier den, die Basis mitnehmen, wir können das mitnehmen, wir können das mitnehmen. Oh ja, wir können noch so einiges mitnehmen. Kann ich gerade verzichten. Und da kommen wir dann noch so in ein Wüstenbiom. Oder ein Trockensteppenbiom. Uiuiui. Ui, ui. Noch ein Gorkausbruch. Atem anhalten. Nein, nein, nein. Noch irgendwas? Irgendwo sind noch zwei. Noch einer. Wunderbar. Üble, gorkige Geruch. Hey, falls die Jots mich hören, könnt ihr diese Erinnerung für mich löschen? Wunderbar. Dann hätten wir das. Wir können in die Richtung, dort oben sehe ich das Portal. Noch mehr Gork für meinen Freund im Käfig. Ich sollte damit zu ihm. Machen wir mal. Aber zuerst geht's darüber zum Portal. Et voilà. Ja, wunderbar. Dann hätten wir das erste. Mist, Gorkausbruch. Und eine Basis. Aber die Basis würde ich links liegen lassen. Ich würde eher hier runter. Den Weg, den hier oben mitnehmen und einfach mal hier oben das frei machen. Da hätten wir Ganda-Tempel. Den auch noch machen, ne? Den müssen wir eigentlich theoretisch auch noch machen. Und dann wäre, warte mal, wir hatten... Wo war... Also einer war hier. Da, ein Tempel. War nicht irgendwo... Da, zweiter Tempel. Dritter Tempel. Dann kommt wahrscheinlich hier der vierte Tempel irgendwo. Und dann hätten wir die vier Tempel für hier gemacht. Was sind dann eigentlich hier die Aufgaben? Nicht den Geist aufgeben. Zutaten Zingtong-Saft. Zingtong oder Slingtong. Ah, Slingtong-Saft, das waren doch da die bei Emea, da die Würmer, die aus dem Wasser sind. Das könnten doch die sein, genau, ja. Dann irgendwelche Blüten, die könnten vielleicht noch aus der Wüste sein. Dann würde er Weihrauch sammeln. Und dann verwirrt der Hazardess mit Hazardaf führen, damit der glücklich ist. Suche und zurückbringen. Genau, da müssen wir noch die entsprechenden Codex-Einträge. Und da müsste ich halt einmal noch in das letzte Gebiet, das wir noch nicht aufgedeckt haben.
plus noch den einen Tempel vom ganz am Anfang, den noch machen. Dann hätte ich sämtliche Codex-Einträge und könnte die dann abgeben. Dann wäre das mit dem Phantasma-Wachstumsrebe würde kommen. Und was haben wir? Finde und rette verirrte Pilger. Ich vermute, es gibt vier. Für jeden der Phantasma-Schreine einen. Das ist mal meine Vermutung. Angriff von oben! Slingtong, genau. Ja, wunderbar, dann hätten wir schon ein bisschen Slingtong. Aber irgendwo. Ja. Zuerst den Slingtong mitnehmen. Der ist halt schon gerade erforderlich. Sind Menschen immun gegen den Gork. Genau. Und dann hätten wir da noch das Blümelein. Aber ich muss dann unbedingt mal nach Emea zurück, um wieder die Heilpflänzchen voll zu machen. Dann noch einen Leuchtefisch. Ohrenspur, ich sehe dich. Ich dich auch. Jetzt ist nur noch die Frage, ob wir harmonieren. Wo zum Henker willst du hin, Kata? Ein Zuckerschlecken. Und jetzt schlag ich diese Tonpflanze. Oh yes. Geschafft. Also das war Kinderspiel. Den könnte auch noch Kinderspiel werden. Da habe ich jetzt halt einfach wegen den Slingtong-Saft habe ich jetzt halt wirklich einfach drauf losgemacht. Beweg dich, Kata, sie kommen. Den machen wir später. Das heißt, erstmal den Weg entlang. Whoop. Oh. Eigentlich müsste man irgendwann mal noch so eine. Ah, Mist. Falsche blaue Blume. Thank you.
Hier doch da noch jemand. Gut, aber wenigstens ist der mal weg. Von den Roten kann man immer nie genug haben. Gut, dann haben wir hier noch, also an dem Weg gibt es schon noch ein paar Sachen, die wir mitnehmen wollen. Oh, zum Beispiel die hier. Grün wäre voll, dann... Nein. Dachte, vielleicht hätte es ja noch eine Statue oder irgendwas in der ähnlichen Gedöns. Das war eine Kerze. Whoop. Für eine Ohrenspur ist immer Zeit. Fehlende Fähigkeit. Schaffe ich das dennoch? Ja. Wo zum Henker willst du hin, Cutter? Nein! Oh. Nicht da lang. Das ist der falsche Weg. Und... Ja, könnte vielleicht sein, dass wir das nicht schaffen. Das ist der falsche Weg. Zum Henker willst du hin, Cutter? Ja, da müssen wir doch noch ein paar Fähigkeiten haben dafür. Dann würde ich... Man kann es ja mal probieren. Weil ich habe ja auch schon Sachen gemacht, die wären theoretisch nicht möglich. Aber ich kann schlicht und ergreifend nicht dauerfliegen. Irgendwo da drüben. Nein! Oh. Yippie, wir haben's. Badadadam. Dann hätten wir das. Dann würde ich mal Palana reisen.